Meine Lieben, lasst uns mal kurz und knackig gemeinsam in die Märkte reingehen. Also heute kam ordentlich Volatilität in die Märkte. Es ging ordentlich ab. Wir werden gleich mal reinschauen. Und das hing vor allem damit zusammen, dass heute Wirtschaftsdaten aus den USA veröffentlicht wurden. Die JOLT-Stellenangebote, die da heißen die Job Openings and Labor Turnover. Das heißt also Stellen, die geschaffen werden, die auch letztendlich dann die neu geschaffenen Stellen beziehungsweise dann auch die Vergütung hier repräsentieren. Und das ist deutlich nach unten gerutscht. Es wurde mit einer kleinen Abkühlung gerechnet. Zum Vergleich Januar. Wir haben hier 10,563 Millionen quasi im Januar gehabt. Für den Februar wurden 10,4 Millionen erwartet und wir sind unter den 10 Millionen gelandet. Und das könnte eine leichte Abkühlung des Arbeitsmarktes bedeuten. Und wir wissen, wir sind gerade so an einer scharfen Grenze zwischen es ist alles gut und wir feiern und dem, okay, die Rezession bzw. die Depression kommt doch. Dementsprechend reagiert der Markt, wenn er reagiert, häufig extrem stark, extrem volatil. Und das haben wir auch heute gesehen. Wir schauen mal in den DAX. Es ging erstmal am Vormittag relativ stark nach oben und jetzt mit einem Minus von 0,22%. Jetzt auch nicht super dramatisch, wenn wir uns das erstmal anschauen. Aber dafür, dass wir hier oben beim Hoch von den 15.740 Punkten kommen, ist das dann doch schon erstmal wieder eine ordentliche Differenz. Und damit haben wir zwar immer noch nicht die Struktur gewechselt, denn wir sehen, wir sind hier in der größeren Zeiteinheit, wir springen mal auf V1, sind wir immer noch oberhalb dieses höheren Tiefs. Das heißt, die Struktur ist immer noch bullisch, denn das ist das Tief, was ins höchste Hoch geführt hat. Aber wir sehen auf jeden Fall schon mal, dass das hier eine Art Umverteilungszone bilden kann. Bedeutet für uns, ein ganz spannender Bereich sind jetzt die vergangenen Hochs in einer Art Schulter-Kopf-Schulter, die sich häufig nicht immer so super schön dann auch ausprägt. Aber das kann für uns ein sehr, sehr spannender Hinweis sein, ob wir charttechnisch hier eine Top-Formation auch erleben. Wir können uns mal anschauen, aktuell ein dynamischer Unterstützungsbereich wurde gebrochen. Das heißt, wir haben hier möglicherweise die Retailer erstmal jetzt unter Druck gesetzt. Würde bedeuten, wir erwarten, dass wir einen Retest, dass wir einen Rücklauf in diese 15.620, 630 Punkte bekommen. Und da würden wir dann auf den neuen Move, also auf die neue Bewegung dann auch warten. Auf Tagesbasis sind wir vom neuen Hoch rejected worden und wir haben Price-Action-technisch einen sehr, sehr spannenden Bereich. Der hier wurde knapp überschritten, aber der hier nicht. Das heißt, wir haben jetzt hier die Liquidität abgegriffen und sowas kennen wir aus dem Bitcoin-Chart. Sowas kann sehr schön, sehr schnell dann auch in einer Korrektur enden. Trotzdem, selbst wenn das der Fall ist, die Korrektur hier ist vielleicht sogar gar nicht so schlecht, wenn sich das Ganze etwas abkühlt. Wir haben hier immer noch dieses deutlich aufsteigende Potenzial. Also vielleicht kriegen wir den Rücksetzer auf die 15.100 oder 15.200 Punkte. Aber angesichts dessen, was wir hier zurückgelegt haben, vollkommen in Ordnung. Deswegen auch hier, nur weil der Markt jetzt rot reagiert, jetzt erstmal nicht super Grund zur Panik. Aber was natürlich davon sehr, sehr stark profitiert, ist Gold. Ihr wisst, ich bin vor allem auch fundamental gesehen aufgrund der gesamten Umstände, die hier stattfinden, sehr, sehr bullish für Gold. Wir haben es auch im letzten Video nochmal ausführlich gesprochen. Und hier ist spannend, was wir heute auf Tagesschlusskurs machen, ob wir hier auf diese 2000 US-Dollar zurückkommen, dann würden wir einen sehr, sehr starken Rejection-Move sehen. Und falls das der Fall ist und wir hier unten schließen, würden wir doch erstmal damit rechnen, dass wir uns dann erstmal wieder Richtung 1940 oder 1930 US-Dollar zurückbewegen. Also dieser Umverteilungsbereich hier, der hat noch ein paar Imbalancen sicherlich hinterlassen, beziehungsweise sogar auch hier unten. Aber das erstmal nur unter der Prämisse, dass wir unter den 2000 US-Dollar pro Feinunze schließen. Sollten wir da oben schließen, dann haben wir natürlich das Hoch hier oben deutlich im Visier. Um gegebenenfalls eine Rejection Zone etwas genau identifizieren zu können, könnten wir auf die kleinere Zeiteinheit gehen. Das machen wir jetzt mal. Wir markieren uns den Bereich, damit wir ihn wiederfinden und springen mal auf den H4-Chart und schauen uns an, hier ist die Umverteilungszone. Das heißt also, der letzte Impuls, bevor der Markt die Richtung geändert hat, ist dieser hier. Das bedeutet, hier können möglicherweise noch offene Positionen liegen, die den Markt verteidigen wollen. Das heißt, wir würden hier gegebenenfalls erstmal Richtung 2040 bis zu den 2060 US-Dollar pro Feinunze dann auch schielen können. Und das, wenn wir den bearischen Kerzenschluss quasi abwehren und hier bullish
über dem letzten Hoch schließen. Natürlich nicht ausgeschlossen, dass gerade durch so eine newsbedingte Bewegung wir immer auch etwas Rejection oder Retracement bekommen, was aber im Gesamtbild diese bullische Formation definitiv nicht auflösen sollte. Dann haben wir hier, und damit lagen wir ja ebenfalls sehr, sehr gut, den Euro, US-Dollar sehr, sehr bullisch eingeschätzt, ja, durch eben diese Schwäche des US-Dollars. Wir haben es im vergangenen Video thematisiert. Und seitdem wir es thematisiert haben, kommen täglich neue News, die einfach mitgeben, dass verschiedene Staaten einfach den US-Dollar nicht mehr berücksichtigen bzw. den US-Dollar nicht mehr nutzen. Und dadurch wird der US-Dollar in seiner Nachfrage geschwächt, was das Angebot vergrößert, was letztendlich den Preis nach unten drückt. Und hier sehen wir, der Euro klettert entsprechend nach oben und da sehen wir definitiv Potenzial, dass wir die 1,10 innerhalb der nächsten 2-3 Tage auch entsprechend antesten werden. Und so kann sich das Ganze hier nicht ganz für den JPY widerspiegeln, denn durch diese schwachen Bewegungen im DAX bzw. in den Indizes, wir haben häufig darüber gesprochen, haben wir die negative Korrelation zum JPY. Der JPY steigt in aller Regel, wenn die Gesamtmärkte fallen. Und das sehen wir hier. Das heißt also, der JPY behauptet sich gerade langsam aber sicher gegen die anderen Währungen. Wir haben hier immer noch natürlich eine deutliche Schwäche zu Gesicht bekommen, aber im Gesamtkontext sind wir hier doch erstmal wieder relativ short gerichtet. Wir sehen, die Märkte sind hier relativ rot, die USA noch ein bisschen roter als der DAX. Wir sehen, die Nasdaq ist etwas schwächer unterwegs, der S&P 500 ist schwächer unterwegs. Also wir könnten mit einer kleinen Abkühlung rechnen, die aber auch durchaus legitim an den Märkten ist. Also das jetzt ganz mal im Kontext betrachtet, ist definitiv das Potenzial, dass wir hier selbst mit einem gesunden Retracement immer noch gut aufgestellt sind. Wie sieht es aus mit Bitcoin? Bitcoin ist weiterhin bullish. Aktuell sind wir immer noch mit höheren Tiefs relativ stabil unterwegs, wenn auch hier dieses Rounding Top langsam aber sicher mögliches Volumen aus dem Markt zieht. Wir sehen, das Volumen geht raus. Was bedeutet, der neue Impuls steht möglicherweise bevor und da wird es spannend. Geht er nach oben oder geht er nach unten? Geht er nach oben, sehen wir mit großer Wahrscheinlichkeit die 30K, diese Magic Number, die ist sehr, sehr wahrscheinlich, wenn wir uns hier langsam aber sicher weiter nach oben bewegen, sollten wir aber tatsächlich diese kurzfristige Struktur weiter nach unten fortsetzen und dieser Schatten hier unten, der ist schon, wie wir so gerne sagen, fast zu groß, um egal zu sein, würden wir dann aktuell der Short-Seite einen kleinen Vorteil geben, der zumindest hier Richtung 26,8 nochmal diese Tiefs antestet. Und allzu häufig sollten wir nicht darauf kommen, denn wir haben hier schon häufiger die Liquidität gezogen und irgendwann ist halt keine Liquidität mehr da, sodass wir dann vermuten können, dass der Break nach unten kommt. Also wenn wir hier dieses Tief verlieren, wird die Wahrscheinlichkeit extrem groß, dass wir nach unten durchbrechen und dann können die 25K wieder die nächste große Ansprechzone für uns sein. Aber bis dahin ist noch ein weiter Weg. Wir sind aktuell immer noch relativ bullisch gestimmt und sollte sich das Ganze auch weiter hier ausbilden und wir wirklich oberhalb der gleitenden Durchschnitte konsolidieren, kann sich das Ganze nach oben dann auch durchbringen. Aber ebenfalls, wie wir es hier gesehen haben, so eine Formation, wo die Hochs immer wieder abgelehnt werden und wir dann mit tieferen Hochs zu kämpfen haben, kann dann auch für den bearischen Impuls entsprechend noch ein bisschen intensiver quasi dann sein. Also für uns die große Marke, die wir hier Bitcoin quasi anhand derer wir Bitcoin einschätzen, ist definitiv diese Unterstützung bei der 27,5. Fällt diese Unterstützung, dann sind wir bearish. Hält diese Unterstützung weiterhin oder konsolidieren wir bullisch oberhalb, dann sind wir tatsächlich auch eher bullisch gerichtet. Und das soll es von meiner Seite auch gewesen sein. Kurzes, knackiges Update. Ich hoffe wie immer, dass dir diese Videos hier weiterhelfen und du damit wirklich auch vernünftig was umsetzen kannst. Dein Dominik von der Wall Street Story. Bis bald. Ciao, ciao.